Zweite, was sehr, sehr wichtig geworden ist, ist eine Regularisierung. Wir haben Netzwerke mit enorm vielen Parametern und die können potenziell sehr, sehr viel auswendig lernen. Die könnten stark overfitten. Wir haben das vorher gesehen gehabt bei diesen zweidimensionalen, ja, Two-Moons-Datensätzen zum Beispiel. Das sind bereits neuronales Netzwerk mit nur 4, 5, 6 Neuronen, mitunter schon irgendwie Overfitting gezeigt hat. Einfach weil die Daten so einfach waren. In den typischen Anwendungsfällen von tiefen neuronalen Netzen sind natürlich die Eingabedaten als hochdimensionale Bilddaten schon nicht so leicht, wie so ein 2D-Datensatz, den man schön auf der Folie zeigen kann. Aber dennoch ist es wichtig, dass wir irgendwie regularisieren, dass das Netzwerk nicht einfach nur die Eingabedaten auswendig lernt. Und auch wenn man in manche von diesen Bildnetzen zum Beispiel reinschaut, dann können die sehr viel auswendig lernen. Es gab irgendwann im Laufe des Jahres ein Paper, wo sie gezielt versucht haben, aus solchen Bildnetzen die Eingabedaten möglichst wieder zu rekonstruieren. Und wenn man so bei so einem Bildnetzwerk in der Mitte reingreift und dann da das richtige Signal sozusagen zurückschickt, dann kann man da anscheinend überraschend gut teilweise die Trainingsdaten, ja, zumindest Teile davon, rekonstruieren. Und das ist auf einmal natürlich für viele Anwendungen im Bereich von kommerziellen Anwendungen auf einmal ein Problem. Also wenn ich ein Netzwerk so trainiere, um Röntgenbilder zu klassifizieren, ob da ein Tumor ist oder nicht, und man kann da die Originaldaten rekonstruieren, dann ist das potenziell ein Datenschutzproblem. Ich sollte also mindestens natürlich alle personenbezogenen Informationen aus dem Dingens entfernen, aber medizinische Daten sind halt immer besonders kritisch. Und auch wenn ich jetzt irgendwelche Kundendaten oder so etwas verwende, muss man also eigentlich bei neuronalen Netzwerken vorsichtig sein, weil man genau keine Kontrolle darüber hat, wie viel da drin jetzt drin steckt. Wenn ich die Daten vorverarbeite für so eine Support-Vektormaschine, dann habe ich die Vektorrepräsentation von einem konkreten Kunden und kann entscheiden, ob das anonym genug ist oder nicht. Und hier ist das halt dann unter Umständen schwieriger. Und Regularisierung ist eigentlich eine Sache, mit der man hofft, genauso ein Overfitting zu reduzieren. Aber es ist halt nur statistisch. Es kann halt auch einzelne Beispiele dann immer noch sehr, sehr genau lernen. Und der Standardansatz dafür wäre eigentlich so eine typische L2-Regularisierung. Das heißt, ich versuche die Gewichte zu begrenzen und ich sage, eine Lösung mit kleineren Gewichten in der Gewichtsmatrix ist besser, weil sie in dem Sinne einfach die Gewichtsmatrix weniger nutzt, weniger Informationen da drin speichert. Und das macht man über die sogenannte Frobenius-Norm. Die Frobenius-Norm ist im Wesentlichen das Äquivalent von der quadrierten Abweichung, also von der normalen L2-Norm, nur für Matrizen. Und auf Matrizen statt Vektoren nennt man es halt dann Frobenius-Norm. Deswegen ist auch die Notation von der Frobenius-Norm, man nimmt die quadratische normalerweise, die Zweier-Norm Quadrat, genau wie wir das bei Vektoren auch verwenden würden. Und genau das macht man hier eben auch. Ich nehme hier zur Regularisierung in meine Kostenfunktion auch Kosten für die Matrix auf. Man sieht, eine Matrix, die nur Nuller wäre, ist günstiger als eine Matrix, die hier Sachen drin hat. Das heißt, auch eine Matrix, die sagt, jedes Neuron brauche ich nicht, ich mache eine ganze Zeile Null, auch die ist günstiger. Das heißt, ich sage, ein Netzwerk, das weniger Werte nutzt, ist besser. Ich habe aber jetzt im Prinzip zwei Ziele. Ich habe einerseits das Ziel, meinen Loss zu optimieren. Ich habe andererseits das Ziel, hier meine Matrix zu minimieren. Und um diese beiden Sachen miteinander ein bisschen zu balancieren, habe ich einen Hyperparameter, mein Lambda, reinbekommen. Der sagt mir eigentlich, wie wichtig sind diese beiden Ziele im Verhältnis zueinander. Sie haben aber immer noch eine unterschiedliche Skala. Mache ich meine Matrix größer, habe ich hier mehr Einträge drinnen, dann wird dieser Term also auch irgendwie größer. Das heißt, ich kann das Lambda nicht so komplett standardmäßig wählen, sondern ich muss das optimieren, ich muss das ein bisschen tunen. Und wenn ich jetzt da einen entsprechenden Gradienten mir anschaue, für ein Gradientenabstiegsverfahren, dann habe ich wie eigentlich immer
meinen alten Wert, meine Lernrate Eta da drinnen. Dann habe ich hier den üblichen Gradienten, den ich eben über mein Loss bekomme. Und ich kriege hier noch einen Gradienten rein, der aus meiner Gewichtsmatrix stammt. Und da kann ich jetzt sozusagen die gemeinsamen Terme dann letztlich ein bisschen auseinanderziehen und das Ganze auflösen. Ich kann den umformulieren, dass das Ganze dann hier links steht. Das liegt einfach daran, ich habe hier meine alte Matrix und ich habe hier auch meine Matrix drin stecken. Mein W und damit kann ich das hier sozusagen umklammern. Und das ist eine ganz interessante Eigenschaft, die hier rauskommt. Ich habe hier auf der rechten Seite meinen Standard Gradient Descent. Das Einzige, was sich jetzt eigentlich geändert hat, ist, dass ich hier einen Decay-Term drauf habe. Das heißt, eine alte Gewichtsmatrix, die altert sozusagen, die schrumpft. Und das Schrumpfen ist hier einfach so ein konstanter Term, den ich drauf multipliziere. Da kommt also meinetwegen nach meinem gewünschten Lambda und mein n kommt da meinetwegen 0,99 raus. Das heißt, in jedem Gradientenabschnitt mache ich meine Matrix um den Faktor 0,99 kleiner. Und mein klassischer Gradient Descent muss sozusagen die Balance finden, dass diese Matrix wieder genauso wird wie vorher. Dann konvergiert das Ganze. Ich habe also eigentlich in einem Sinne auf den ersten Blick hier mache ich das Problem viel, viel komplexer, aber am Ende kommt eine sehr einfache Lösung raus, die berechnungstechnisch enorm effizient ist. Die funktioniert aber nur so, ja, so mäßig gut, muss man dazu sagen. Sie erfüllt ein bisschen den Zweck, aber ich habe halt den Hyperparameter, den ich tunen muss, der ist nicht so ganz leicht und so ganz toll war es bisher nicht. Die Motivation ist wieder mal Occam's Razor, einfache Modelle mit mehr Nullen sind besser. Was man heutzutage sehr, sehr gerne einsetzt, ist die sogenannte Dropout Regularisierung. Das ist ein unglaublich einfacher Ansatz eigentlich. Und dafür, dass er so einfach ist, funktioniert er halt unverschämt gut. In neuronalen Netzen ist eine Redundanz durchaus auch vorteilhaft. Und auch eine Redundanz bedeutet eine Art Regularisierung. Wenn zwei Neuronen das Gleiche machen, dann kann ich weniger auswendig lernen, weil ich ja sozusagen Kapazität verschenkt habe durch die Redundanz. Das heißt, auch das führt zu einer ja, im gewissen Sinne schlechteren Ausnutzung im Sinne von der puren Speicherkapazität. Aber sie versuchen ja beide das Problem zu lösen. Und wenn beide sozusagen auf die gleiche gute Lösung kommen, dann ist das vielleicht auch der richtige Weg. So, das heißt, wir wollen eigentlich das Netzwerk ein bisschen erlauben, eine gewisse Redundanz zu lernen. Und deswegen kam man auf die Idee, was ist, wenn einzelne Neuronen mal ausfallen? Kann ja auch sein, dass sie sozusagen Fehler machen mal. Und dann möchte ich eigentlich ein weiteres Neuron haben, das auch das gelernt hat. Und es hat vielleicht nicht exakt das gleiche gelernt, deswegen fällt es nicht gleichzeitig aus. Es macht vielleicht nicht den gleichen Fehler. Das ist auch so die Ensemble-Idee, die hier mit reinkommt. Ich möchte Neuronen haben, die redundant das gleiche machen im Sinne von einem Ensemble. Und da will ich eine gewisse Diversität drinnen haben, aber sie sollen natürlich immer noch das gleiche lernen. Und das macht das Ganze dann robuster hoffentlich gegen Noise, insbesondere wenn ich ihn mit Noise trainiere und das eine sieht das eine Rauschen, das andere nicht zum Beispiel. Und da kam auf eine relativ einfache Idee, was ist, wenn ich einen Teil der Neuronen ausschalte? Die rechnen einfach nicht mit. Wenn ich das naiv mache, dann habe ich halt irgendwie so meine Gewichtsmatrix und dann muss ich da irgendwie so ein paar Zeilen rausstreichen und dann kriege ich hier eine kleinere Matrix am Ende raus und dann könnte ich mit dieser kleineren Matrix rechnen. Aber dieses Rausstreichen ist total unpraktisch. Deswegen kann ich das Ganze auch einfach als eine
Multiplikation mit einem weiteren Vektor auffassen. Was ich mache, ist, ich packe da noch so eine 0-1-Matrix dazwischen, die sagt mir, welche Neuronen sind an, welche Neuronen sind aus. Je nachdem, wo ich arbeite, in Matrix oder in Vektor. Und wenn ich jetzt aber Neuronen mal manchmal aus und manchmal anmache, dann habe ich da drinnen so eine zusätzliche Matrix. Das heißt, ich habe hier meine Daten, dann habe ich hier meine 0-1-Matrix und dann habe ich hier die nächste. Da ist dann hier noch irgendwo meine Sigmas dazwischen. Es läuft also, meine Thetas, Theta haben wir sie genannt, so. Läuft zwar sozusagen alles so durch, aber ich habe hier an dieser Stelle eine Matrix reingebaut, ich habe eine Matrix reingebaut, die nicht einen Erwartungswert von 1 hat. Das heißt, meine Werte an dieser Stelle werden immer kleiner. Wenn ich das Ganze jetzt am Ende für eine echte Vorhersage verwenden möchte, dann werde ich an der Stelle keinen Dropout machen. Da möchte ich alle Neuronennetz nutzen auf einmal. Das wäre ja sonst Ressourcenverschwendung. Ich könnte natürlich irgendwie mehrmals klassifizieren lassen und dann da so ensemblemäßig arbeiten, das was am häufigsten rauskommt, aber ich kann auch sagen, ich möchte alle nehmen. Aber wenn ich alle hernehme, dann kriege ich zu große Werte raus. Dann stimmt meine Vorhersage auch wieder nicht mehr. Und deswegen reduziert man am Ende die Gewichte mit einem Faktor 1 minus p, weil p die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich da irgendwelche Sachen behalte und 0 die Wahrscheinlichkeit, dass eben was rausfällt. Also wenn nichts rausfällt, dann brauche ich nichts ändern. Aber wenn ich beispielsweise 50% meiner Neuronen ausschalte, dann ist p 0,5 und das bedeutet, ich muss alle meine Gewichte mit 1/2 multiplizieren, bevor ich es dann am Ende mit in der Vorhersage ohne Dropout nutze. Also ich muss so eine Art Korrektur durchführen. Statt dass ich die Neuronen binär ein- und ausschalte, kann ich auch so einen Gaussian Dropout machen, wo ich also so Gewichte aus einer Normalverteilung ziehe, die zum Beispiel um 1 schwankt. Das hat dann die schönere Eigenschaft, dass der Erwartungswert halt 1 bleibt und ich genauso etwas, so eine Korrektur dann zum Beispiel nicht benötige. Und von dieser Kernidee wurden natürlich zig Varianten im Laufe der Zeit vorgeschlagen. Aber ja, also Dropout bleibt nach wie vor eine der wichtigen Techniken, gerade für sehr, sehr große Netze. Weitere Sache, die man sich überlegt hat, um diese Gradienten, diese Sachen zu verbessern, ist die Batch Normalization. Wenn ich die Gewichte von einem Netzwerk ändere, dann ändert sich automatisch ja die Eingabe, die das nächste Netzwerk kriegt. Also ich mache, wenn ich sozusagen die Gewichte alle verdopple, dann wird ja irgendwo die Eingabe vom nächsten Netzwerk auch sich unter Umständen verdoppeln. Klar, da hängt noch die Aktivierung dazwischen, deswegen ist es nicht vielleicht ein 1 zu 1, aber wenn die alle positiv wären und ich habe einen Relus, dann würde sich das auch verdoppeln. Das heißt, ich weiß eigentlich, dass meine nächste Ebene danach sich auch wieder ändern muss. Das ist immer auch so ein bisschen unpraktisch. Also ändere ich eine Schicht, muss ich auf einmal die nächste auch wieder ändern. Und um das ein bisschen abzudämpfen, macht man Batch Normalization. Das ist jetzt strikt, passt nicht so 100% hier rein in das Kapitel, weil es keine explizite Regularisierung ist, aber es ist auch eine Art Regularisierung. Und zwar normalisiere ich jeden Schwung von Trainingsdaten, den ich verwende, immer, dass sie die gewünschte Eigenschaft haben, nämlich dass sie einen Mittelwert 0 haben und eine Standardabweichung von 1 zum Beispiel. Und das kann ich also machen, indem ich hier meinen Mittelwert abziehe oder eben einen Erwartungswert und hier die Varianz mit reinnehme. Das ist statt der Statistik nennt man es typischerweise Standardisierung. Hier läuft es halt unter dem Begriff Batch Normalization in der Literatur. Ich kann das nicht auf einem einzelnen Beispiel machen. Dann habe ich keine Standardabweichung und ich habe auch keinen Mittelwert. Dann würde ich alles immer nur auf 0 schieben. Das bringt mir nichts. Aber ich kann das für eine ganze
Schwung von Trainingsdaten machen. Ich mache vielleicht immer 100 Bilder oder so etwas und dann habe ich auf einmal irgendwie 100.000 Ausschnitte oder so. Und für diesen ganzen Schwung berechne ich dann anschließend den Mittelwert, die Standardabweichung in jeder Ebene, standardisiere das und habe dann dadurch eine gleichmäßige Verteilung für die nächste Ebene meiner Neuronen und diese müssen hoffentlich nicht so stark geändert werden, wie es vorher der Fall war. Ich muss mir diese Parameter natürlich merken für die Anwendung später. Denn wenn ich dann genau ein Bild später klassifizieren möchte, muss ich das Bild, die Ausgabe auch irgendwie skalieren. Aber da kann ich mir einfach den letzten solchen Wert merken oder das über die letzten paar Batches aggregieren. Wenn mein Training konvergiert hat, dann kann ich oder konvergiert, dann kann ich diese Werte ja sammeln, dann ändert sich da nicht mehr viel und dann habe ich diese Skalierungsterme noch mit drinnen. Und ich kann die auch gegebenenfalls in meine Gewichtsmatrizen zum Beispiel einrechnen, sodass ich da nicht mehr speichern muss und nicht mehr Schritte bekomme. Und das ist ganz, ganz interessant, weil das hat ein paar, ja, soll man sagen, unerwartete Effekte. Meine Batches, meine Random Sets, auf denen ich mein Stochastic Gradient Descent mache, die ändern sich ja immer. Das heißt, das Netzwerk muss auch irgendwie lernen, mit diesem Sampling, das da reinkommt, umzugehen. Und vielleicht mache ich auch noch in die Trainingsdaten ein bisschen Rauschen rein. Dann muss das Netzwerk auch lernen, dass wie dieses Rauschen hier mit einfließt, dass mir das Rauschen diese Terme hier nicht zu sehr stört. Und damit kann ich halt, kriege ich ein bisschen robustere Netzwerke gegen solche Effekte. Und deswegen ist es auch eine Art der Regularisierung. Es reduziert sozusagen dann ein bisschen die Kapazität, weil ich bestimmte Effekte eben hier nochmal rausrechne. Wer das ein bisschen genauer verstehen will, wie diese Batch Normalization arbeitet und warum das eine ganz gute Idee ist, für den habe ich hier nochmal einen Link dran gemacht von einem Good Follow. Das ist einer der großen Deep Neural Network Gurus. Ist mal ganz interessant, sich so einen Vortrag in dem Bereich anzuschauen.